Führungswechsel bei der VR Bank. Am 28. September kündigte das Kreditinstitut eine neue Vorstandsbesetzung an. Der langjährige Vorstand Johannes Löning wird demnächst die VR Bank verlassen. Er wechselt zur Bürgschaftsbank. Die verkannte Stelle wird durch Marco Seidel besetzt. Johannes Löning machte sich in seinem Amt nicht nur als hervorragender Manager verdient. Unter seiner Führung wurde das historische Gebäude der ehemaligen Werder-Klinik von Grund auf saniert und an die VR-Bank übergeben. Der 40-jährige Marco Seidel hat 1996 bei der VR-Bank ausgelernt und entwickelte sich seitdem zu einem leistungsstarken Fachmann. Unter anderem auch mit Hilfe von Johannes Löning als Mentor. Wir haben Schwerin ein wirklich für Schwerin wesentliches Gebäude für die Stadt nutzbar gemacht und in der Stadt nutzbar gemacht. Insofern ist das für die Wahrnehmung der Bank nach außen, was mir immer besonders wichtig war, ein ganz besonderes Projekt. Wenn es um die Modernität unserer Bank geht, dann geht es auch darum, schon die bisherigen Kanäle weiterzuentwickeln. Wir verfügen ja bereits heute schon über ein sehr leistungsfähiges Online-Banking. Wir haben in diesem Jahr unsere Online-Filiale ausgeweitet, haben dort zusätzliche Dienstleistungen, Online-Abschlussstrecken für bestimmte Produkte, sowohl von uns direkt als auch unser Verbundpartner auf diese Online-Plattform gestellt. Mit Herrn Seidel kenne ich auch jemanden, der Herrn Löning nachfolgt, auch schon aus der Zusammenarbeit. Ich würde mal sagen, das ist eine sehr gute Situation für beide Häuser und lassen Sie mich betonen, ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Ich glaube, wir sehen da einer guten gemeinsamen Entwicklung der Häuser entgegen. Der Generationswechsel an der Bankspitze soll auch die Zukunftsfähigkeit beider Häuser stärken, haben die Beteiligten bei einer Pressekonferenz betont.